Und damit begrüße ich euch recht herzlich um 7:45 in der Früh in Cochem an der Mosel. Gerade mal bei Kilometer 2 angekommen und schon außer Atem. Ja, ich werde heute eine etwa 36 Kilometer lange Tour hier durch die Region machen. Die habe ich mir wieder über Komoot selber zusammengebastelt. Die könnt ihr dann auch später über Komoot eben einsehen. Ich tracke das hier gerade. Ja, und die meisten von euch wissen ja, dass mich diese Region hier, genau wie das Siebengebirge, immer wieder magisch anzieht. Trotzdem möchte ich Pommern heute außen vor lassen und mich eben nur hier von Cochem rüber bis nach Treis bewegen, dort dann übernachten und am nächsten Morgen, also morgen früh, wieder zurück nach Cochem. Da unten steht mein Auto irgendwo und dann geht er zurück nach Köln. Aber so weit ist es noch lange nicht. Liebe Leute, ich freue mich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt geht's auch richtig los. Viertel vor neun, herzlich willkommen am Cochemer Pinnerkreuz. Das ist dieses Gipfelkreuz, was man hier abends kilometerweit sehen kann. Ist nämlich auch beleuchtet und hier hat man einen wunderbaren Blick über Cochem. Leute, wunderbar. Dafür, sowas lohnt sich immer der Aufstieg, ne? Der Puls geht hier richtig hoch, der Schweiß läuft, so muss das sein. Und schön ist auch, man kann hier auf jeden Fall, auch wenn man hier rüberblickt, schon die Burgruine Winneburg sehen, da hinten am Horizont irgendwo. Ich blende da gerade mal ein. Das ist jetzt mein nächstes Ziel. Da geht es auch nochmal durch ein paar Täler und Berge. Da geht es auch nochmal ordentlich Höhenmeter zu schrubben. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall der Beschilderung folgen und nicht meiner mit Komoot geplanten Tour. Denn die führt auch irgendwie über Straße oder was und soll ja ein bisschen angenehm sein. Also folgen wir den Schildern. Weiter geht's. Nach 10, Kilometer 5, 320 Höhenmeter liegen hinter mir und jetzt bin ich hier auf so einem Zwischengipfel angekommen, nachdem ich hier diese ziemlich steilen Serpentinenpfad hochgefolgt bin. Der Schweiß läuft, Leute, einfach geil. Ja, und hier dann wieder ein wunderbarer Aussichtspunkt. Leute, Wahnsinn. So, da kann man das sehen hier, wie es hier runter geht. Klasse Aussicht, da Cochem. Mal gucken. Winneburg, ja, da kann man sie sehen. Sehr gut. Ja, Leute, das wird noch einmal jetzt richtig runter ins Tal gehen, bevor es dann zum finalen Aufstieg geht. Wow. Also da habe ich mir was richtig Geiles zusammengebaut. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich gerade mal bei der Gelegenheit bei euch bedanken für die vielen fachkundigen Antworten auf mein letztes Video, wo ich da so verwundert war, dass wenn ich ein Video eben in 1080p oder in 4K rendere, dass die Dateigröße gleich bleibt, bei gleichbleibender Bitrate. Das war für mich vollkommen unverständlich, weil eben, ne, wenn ich das Bild viermal größer mache, da ist ja der Faktor 4 zwischen 1080p und 4K dazwischen, dann müsste von meinem Verständnis her die Dateigröße größer werden, tut sie aber nicht. Ja, und anhand der vielen fachkundigen Antworten habe ich mir jetzt so eine Analogie zusammengebaut, die mir das erklärt. Und zwar stelle ich mir das so vor, ich nehme ein Video auf, eine Rohdatei, und das ist für mich ein Eimer mit roter Farbe. So, da ist eine bestimmte Menge an roter Farbe drin und mit dieser roten Farbe möchte ich jetzt eine weiße Wand streichen. Ja, ist die Wand ein Quadratmeter groß, dann wird die Wand nachher rot sein. Und wäre die Wand 4 Quadratmeter groß, ist die Wand nicht mehr rot, sondern rosa, weil einfach nur die gleichbleibende Menge Farbe da ist. Und das ist für mich dann die Analogie zwischen 1080p und 4K, weswegen da bei gleichbleibender Bitrate eben die Dateigröße nicht größer wird. Und ja, die Bitrate ist eben das Analogon zu der roten Farbe. So ist das für mich eine schöne Erklärung. Vielen Dank dafür. Ich werde es leider nicht schaffen, die Kommentare alle einzeln zu beantworten. Das tut mir immer sehr leid, weil einfach die Leute sich da, oder ihr speziell als Zuschauer,
euch da auch richtig viel Mühe gibt, mir das zu erklären. Ich weiß das richtig zu schätzen, aber Leute, bei der Fülle an Kommentaren ist das für mich leider nicht möglich, da explizit auf jeden einzugehen. Und in der Regel bleibt es dabei, dass ich ein Herz vergebe. Da wisst ihr auf jeden Fall, dass ich den Kommentar, egal wie lang der ist, gelesen habe. Ja, ich bitte da um Nachsicht. Ja, das dazu. Und ja, jetzt geht's hier schon wieder wie befürchtet nach unten ins Tal. Das ist dann ganz angenehm. Aber what goes up must come down. Aber andersrum diesmal, ne? Ihr wisst Bescheid, weiter geht's. Zehn nach zehn, Kilometer neun. Herzlich willkommen auf der Burgruine Winneburg. Liebe Leute, ich habe es geschafft. Es war wirklich ein Kampf hier hoch. Richtig steil, die Oberschenkel brennen. Aber ich fühle mich richtig gut. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns hier mal ein bisschen genauer um. Die Grundsteinlegung der Burg Winneburg ist geschichtlich nicht eindeutig überliefert. Historischen Dokumenten zufolge könnte jedoch Kuno von Winneburg der Erbauer gewesen sein. Damit ist die Grundsteinlegung auf noch vor 1248 zu datieren. Bis Mitte des 17. Jahrhunderts blieb die Burg im Besitze der Herren von Winneburg und ging dann in den Besitz der Familie von Metternich über. Seit 1689 ist sie aufgrund des Pfälzischen Erbfolgekrieges Ruine. Französische Truppen hatten die Burg belagert und gesprengt. Mehrmalige Besitzerwechsel führten zu keinem Wiederaufbau, sodass die Winneburg noch heute eine Ruine ist. Der 22 Meter hohe und 8,50 Meter breite Bergfried ist das markanteste Bauteil der Burg und schon aus weiter Ferne auszumachen. Andersherum hat man von hier aus einen wunderbaren Blick auf die Cochemer Reichsburg und den Klottener Freizeitpark Klotti. Obwohl die Ruine zu Cochem gehört, ist die Winneburg aufgrund des beschwerlichen Aufstieges weitestgehend vom Massentourismus verschont geblieben. Ja Leute, was für eine tolle Ruine. Ich stehe jetzt hier neben dem bzw. direkt vor dem Bergfried und ich finde es immer klasse, wenn man sich auf solchen Grundstücken relativ frei bewegen kann. Ja, hier können wir jetzt schon mal richtig da in diesen Weg schauen, den wir eben hingekommen sind. Dann geht es hier gerade noch ein Stück weiter am Bergfried vorbei. Wow, die Sonne geht auch auf jetzt hier. Geil! Leute, einfach toll. Und wenn man dann hier so auf diesem Gemäuer rumlaufen kann, das wurde auch so ein bisschen restauriert hier. Diese Fugen wurden wieder mit Beton oder was aufgefüllt. Ja, und ich finde das immer geil, wenn man sich dann so an so einen Rand stellt, an so eine Kante stellt. Das gibt immer eine richtig schöne Perspektive für euch. Ziemlich hoch, muss auch schon so ein bisschen schwindelfrei sein. Da geht es noch weiter. Ich nehme euch hier gerade noch mit. Dann geht es hier drüben noch so einen kleinen Absatz hoch. Leute, Wahnsinn! Ist das toll! Der Blick schweift hier wirklich richtig kilometerweit in die Ferne, dann hier nach unten ins Tal, da nach Cochem. Leute, ich würde sagen, alles richtig gemacht, aber wir müssen weiter. Vor 11, Kilometer 12. Die Winneburg liegt schon wieder ein ganzes Stück hinter mir. Aber da kann man so noch mal sehen. Jetzt bin ich so etwa auf Augenhöhe. Ja, ein Ticken höher ist sie noch. Aber schön, das immer so von Weitem zu sehen. Einfach richtig malerisch.
wie die sich da in die Landschaft einschmiegt. Im Sommer ist das Ganze natürlich noch eine Nummer interessanter. Wenn das hier alles so saftig grün ist, dann ist das wirklich richtig paradiesisch und eben wie Elder Scrolls Oblivion, ne? Solche Ruinen, die machen immer richtig was her. Ja, und mein Rucksack heute, ne, der hat mal wieder etwas mehr als 14 Kilogramm. Und da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie schwer denn eure Rucksäcke so sind, wenn ihr auf eine Zweitagestour geht oder auch mehrere Tage, wie auch immer. Ne, zum Beispiel Mammutmarsch, da achte ich ja immer drauf, dass man so maximal 5 Kilo dabei hat. Das reicht ja noch aus, damit kommt man noch gut durch. Alles, was dann schwerer ist, zehrt natürlich an den Kräften. Ich merke das jetzt hier auch mit den 14 Kilogramm bei diesem Steigungsprofil hier. Ne. Da geht man einfach irgendwann richtig in die Knie. Ne. Aber da will ich auch hin, sich wieder so ein bisschen auspowern, aber in einer schönen Umgebung. Ne. Haben wir schon 641 Höhenmeter wieder. Damit ist etwa die Hälfte der Höhenmeter schon geschafft, nach nicht mal der Hälfte der Strecke, laut Komoot. Und ich bin jetzt gerade von dem Track, den ich mir ausgedacht habe, ein bisschen abgewichen, weil ich einfach dachte, dass der Weg hier schöner sein könnte. Und ja, sieht auch sehr gut aus. Wie gesagt, linke Hand die Burg. Leute, weiter geht's. Kurz nach 12, Kilometer 15, herzlich willkommen zurück in Cochem. Ich stehe jetzt hier quasi im Cochemer Zentrum, hier rechter Hand, linker Hand, dieser Springbrunnen. Und ja, was eigentlich ein richtig gut besuchter Touristen-Hotspot ist, ist derzeit absolut tote Hose, Leute. Und das schmerzt mich richtig. Unabhängig von der Jahreszeit wäre jetzt sowieso nicht allzu viel los. Aber Leute, hier ist alles tot, wie ausgestorben. Ein paar Handwerker arbeiten hier irgendwas, räumen wahrscheinlich irgendwelche Lokale leer. Ansonsten wirklich Totenstille hier. Einheimische fahren hier rum. Das war's. Leute, das tut mir so im Herzen weh, was hier passiert, Deutschland und weltweit. Und man fragt sich mittlerweile nur noch, wofür? Gut, da machen wir als einzelnes Individuum leider herzlich wenig dran. Deswegen machen wir das Beste draus und setzen die Tour jetzt fort. Wow, hier hat richtig Bass die Glocke, geil. Auf jeden Fall geht meine Tour jetzt weiter hier in Cochem über die Brücke. Und dann geht es auf der anderen Seite rüber nach Treis. Und ja, damit haben wir dann noch etwa 20 Kilometer. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich viel langsamer vorankomme. Aber zur Not hängen wir noch ein paar Kilometer dran. Ist alles noch möglich. Weiter geht's. Dieser Aufstieg, der ist so schweißtreibend. Und mit der Sonne jetzt, da muss ich einfach die Jacke hier ausziehen. Es ist unerträglich heiß, die Arme sind nass geschwitzt und das ist einfach maximal ekelhaft. Also Jacke aus und weiter geht's. So, von dieser Aussichtshütte hier haben wir noch mal einen richtig genialen Blick über Cochem. Hier sehen wir jetzt die Reichsburg, die habe ich bewusst ausgelassen. Dann geht es hier weiter Mosel abwärts und dann sehen wir hier diese, ja ich sag mal, Schneise, an dessen Ende hier die Winneburg zu erkennen ist. Ein Stück davor ist dann hier das Gipfelkreuz, wo wir heute Morgen gewesen sind. Da ist dann die Seilbahn und Leute, da sieht man auch, wo die Höhenmeter heute herkommen. Ne? Einfach Wahnsinn, haben jetzt mittlerweile 841 Höhenmeter zusammen und es ist noch kein Ende in Sicht. Weiter geht's. Wow, Leute, ein bisschen geht da doch noch. Wahnsinn, weiter geht's.
20 nach 1, Kilometer 20. Es geht langsam und gemütlich voran. Und hier im eher bewaldeten Gebiet, in der Ebene, da wird es dann doch ziemlich schnell wieder ziemlich frisch, sodass ich mir jetzt die Jacke wieder anziehen musste. Aber eben, das war wirklich geölt wie ein Tier. Und hier sieht man auch noch immer so leichte Eis- oder beziehungsweise Schneereste, wenn so Bachläufe hier sind. Also hier hat es auch ordentlich gefroren, war ordentlich kalt gewesen. Da drüben auf der anderen Moseseite befindet sich schon Klotten. Also ich nähere mich jetzt quasi damit auch schon langsam Treis. Ne? Und ich hoffe, dass das hier nicht mehr allzu höhenlastig wird. Aber wie gesagt, Komoot hat ja 1200 Höhenmeter da veranschlagt. Sind jetzt bei 872. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. 34 Kilometer oder 36 oder sowas sollten es werden. Also über die Hälfte haben wir schon. Und noch einige Stunden Zeit. Ja, mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten hier gibt. Also ich denke, da wird nicht mehr viel Interessantes kommen. Na, wir laufen jetzt hier, wie gesagt, über dieses Plateau weiter. Ja, da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Aber das ist ja das Schöne bei solchen Wanderungen. Man weiß nie 100% genau, was kommt. Und dann freut man sich umso mehr, wenn etwas Schönes am Wegesrand liegt. Viertel vor zwei, Kilometer 21, herzlich willkommen in gegenüber von Klotten. Leute, schaut euch das an, hier sitzt man auf einer Bank und hat dann eben den Blick frei rüber nach Klotten. Hier stehen solche Fahnen auch, die mir jetzt aber bewusst noch niemals von der anderen Seite aufgefallen wären. Wenn ich aber von Klotten hier rüber schaue, denke ich, dass ich die dann doch kennen werde. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, und in solchen Momenten, ne, da setze ich mich dann auch mal hin und lasse so ein bisschen Ruhe walten. Starre einfach nur schweigend in die Weiten. Und es ist einfach wunderschön hier. Ne? Und dann denke ich immer, wäre das nicht geil, hier zu wohnen, hier sein Leben zu verbringen. Und ja, da bin ich immer so ein bisschen unschlüssig, ne? So als Städter hört man ja doch immer wieder, dass dieses Dorfleben, dass es da sehr schwer sein soll, als Außenstehender reinzukommen, in diese Gemeinschaft reinzuwachsen. Weil, also, da kann ich mich natürlich nicht von frei reden. Ich als Städter bin natürlich vollkommen autark in der Stadt und eine wirkliche Gemeinschaft, wie man es vom Dorf her kennt, gibt es da überhaupt nicht. Ne? Man hat seine Freunde, seine Familie und Schluss. Aber Leute, bei uns im Haus, da wohnen Leute, die kenne ich nicht. Ne? Und sowas ist auf dem Dorf, ne, natürlich alles anders. Und wenn man da, so wie ich das öfteren das höre, wenn man da nicht irgendwie mitmacht in irgendeinem Schützenverein oder Bruderschaft oder was es da all gibt, ne, dann ist man da raus, glaube ich. Ne? Könnt ihr mir mal schreiben, ob das wirklich so hart ist, wie man das immer zu hören bekommt. Und ja, vielleicht ist es tatsächlich besser, dass ich hier immer nur ein Wochenendgast bin und hier vielleicht gar nicht glücklich werden könnte. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eben auch einfach nur der Kontrast, ne? Dieser Wechsel von Stadt und dann hierhin in diese ländliche Idylle, diese friedliche Stimmung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall genieße ich das hier sehr und wenn ich hier ausgenossen habe, geht's auch weiter. Sowas hier ist dann natürlich suboptimal, wenn man hier über den Weg läuft und der ist komplett mit umgestürzten Bäumen übersät. Jetzt habe ich hier das Problem drunter her mit dem Rucksack. Boah, Leute, na gut, drüber schaffe ich es nicht, da bin ich zu stief für. Also müssen wir richtig runter auf die Knie jetzt hier. Oh Leute, ist das eine Scheiße. Ja, Komoot ist halt auch nicht allwissend und ja, da sieht man halt oft nicht, wenn man da so einen Weg plant, so eine Tour, wo man dann wirklich lang geht. Aber ist halt so, ist ja noch kein Beinbruch.
Wenn das jetzt aber so bleibt, dann wird es natürlich anstrengend. Hier vorne geht das auch schon wieder weiter. Da kann man aber wahrscheinlich so drüber steigen. Ja, und so kämpft man sich dann hier so durch die Wildnis durch. Viertel nach drei, Kilometer 27. Ich befinde mich immer noch auf diesem Hochplateau hier und nähere mich so langsam Pommern. Und hier betrete ich jetzt gerade eine kleine Kapelle, die Kapelle Tester-Kapelle. Genau, sehr klein, gemütlich, andächtig. Hier stehen auch so Stühle. Ich glaube, da lassen sich oft so ältere Leute nieder. So wird es ja auch eher was für ältere Leute, ne? Eigentlich. Also ich habe noch nie irgendwie junge Leute außer mich, aber ich bin auch schon alt, in so einer Kapelle gesehen. Ja, also ich finde, Glauben ist eine richtig wertvolle Sache. Auch wenn ich selber nicht an Gott glaube, aber ich finde das toll, dass Leute an etwas glauben, was ihnen Halt gibt, ja, an etwas Übernatürliches, was nicht wirklich greifbar ist, nämlich so ein Gott oder sowas. Und ich glaube, das gibt vielen Leuten wirklich richtig Halt im Leben. Und sei es ein Gott, sei es irgendwas Übernatürliches, sei es eine bestimmte Art und Weise, Dinge zu betrachten, sei es eine bestimmte Art, sein Leben zu gestalten, das kann ja alles mit Glauben zu tun haben, ja. Und so hat jeder seinen Glauben irgendwie, sein Weltbild, seine Weltanschauung. Ich meine, ohne das wäre man auch irgendwie verloren, wenn man einfach so ins Blaue hineinleben würde. Ich meine, jeder richtet sein Leben ja nach bestimmten Prinzipien aus, nach bestimmten Werten, Normen etc. Die sind natürlich kulturell auch, wird man ja geprägt, wenn man irgendwie auf die Welt kommt. Dann kriegt man das von den Eltern schon beigebracht, welche Werte wichtig sind, was man zu tun und zu lassen hat. Und so bekommt man schon so bestimmte Dinge mit, die sein persönliches Leben halt prägen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und so ein Glauben gehört bei vielen Leuten mit dazu. Und ja, auch, ja, trotzdem, wie gesagt, Religion ist jetzt so gar nicht mein Thema. Aber auch ich glaube an bestimmte Dinge, wie jeder andere auch. Ich glaube, wir drehen uns hier gerade im Kreis. Ist klar, was ich sagen wollte. So, jetzt gucken wir wieder hier auf den Tacho. Was ist hier los? Ich glaube, wir hätten... Nein, ich bin instinktiv richtig gegangen. Alles richtig gemacht. Weiter geht's. Kurz nach 4, Kilometer 31, die Sonne geht so langsam unter. Auf der anderen Moselseite können wir jetzt Pommern erkennen, den für mich schönsten Ort an der Mosel. Lieber Simon Friedrich, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und jetzt habe ich auch mal rausgefunden, wo ich mich hier befinde. Und zwar ist das der Mosel-Höhenweg. Den laufe ich schon die ganze Zeit, ohne es zu wissen. Und zwar läuft der von Perl, Trier, Koblenz. Ja, ähnlich wie der Rheinsteig halt, ne? Mosel-Höhenweg, dann gibt es noch den Keltenweg, das ist das Grüne hier. Und diese Stelle hier, wo es hier so steil runtergeht, ich habe das eben schon die ganze Zeit gemerkt, so, das kennst du doch hier alles. Und richtig, diesen Weg bin ich auch schon gegangen, als ich den dritten Tag unterwegs war nach Bruttich, ne? Da, wo ich vor Weihnachten letztes Jahr diese 3-Tages-Tour gemacht habe, mit Übernachtung hier hinten in dem Steinbrecher. Und da kam ich hier diesen extrem steilen Weg hoch und bin dann den Höhenweg weitergelaufen, ohne zu wissen, dass es der Höhenweg ist. Gut, haben wir das auch geklärt. Leute, die letzten Kilometer brechen langsam an und die Sonne, die so langsam immer tiefer steht, die taucht das Land hier in so eine ganz schöne, friedliche, gemütliche Abendstimmung. Ich schaue gerade mal hier auf das GPS-Gerät. Also wenn wir hier, das linke Hand ist Pommern, Treis ist ja dann der nächste Ort und das sind jetzt Luftlinie. Ach, ich gucke gar nicht nach. Ich schätze mal 3 Kilometer Luftlinie und in spätestens einer Stunde sollten wir am Edeka-Markt sein. Da werde ich dann einkaufen und dann steuern wir auch schon langsam mein Domizil für die Nacht an. Thank you.
So, und damit herzlich willkommen um 17.11 Uhr nach 32,73 Kilometern hier in Treis auf der Rückseite von dem Parkplatz, wo der Edeka ist. Hier gibt es erstmal eine kleine Erfrischung, einen Iso-Drink. Prost! Ah, das zischt, richtig geil. Ja, ich habe es gerade hier wie gehabt wieder eingekauft. Heute wird es tatsächlich mal wirklich etwas richtig Neues geben, was es so in meinen Videos noch nicht gegeben hat zum Abendessen. Das erzähle ich dann gleich. Und jetzt haben wir noch, ja, ich kann es nur schwer abschätzen, Luftlinie vielleicht, ach, ist auch egal. Ich gehe jetzt hier gleich irgendwo noch den Berg hoch und da wird dann eine Schutzhütte sein, sodass wir dann zum Schluss vielleicht 35 oder 36 Kilometer auf der Uhr haben. Und ja, dann geht es ja auch gleich weiter. So, liebe Leute, der Rucksack ist gepackt. Ich habe jetzt etwa 6 Kilogramm mehr Gepäck wieder auf dem Rücken. Aber das verteilt sich sehr gut in dem Rucksack. Ich kann hier in den Seiten die Trinkflaschen reinstecken. Eine links, eine rechts. Das passt wunderbar. Dann ist oben in diesem extra Dachdeckelfach da noch jede Menge Luft. Da habe ich dann auch Lebensmittel reingetan. Und ihr seht, das ist alles verstaut. Wunderbar. Ja, jetzt habe ich aber eine Planänderung vorgenommen. Mein Ziel wäre gewesen, hier oben die Schutzhütte Treiser Schock. Aber Leute, das wären tatsächlich vielleicht noch 3 Kilometer gewesen oder so. Und es ist noch so früh, es ist noch so hell und ich bin immer noch so voller Energie, mich jetzt da irgendwie zur Ruhe zu setzen. Das wäre viel zu früh und da wäre ich einfach richtig unzufrieden. Und so habe ich jetzt entschieden, ich gehe jetzt über die Brücke in Treis, dann über Kaden, gehe ich dann wieder zum Lost Place, dem Steinbrecher. Und da werde ich dann übernachten. Das heißt, das sind jetzt noch 6,5 Kilometer etwa und dazu nochmal ordentlich Höhenmeter. In der Hoffnung, dass ich dann da vor Ort so ein bisschen mehr Erschöpfung verspüre. Weil momentan, das ist echt zu früh, um hier schon Rast zu machen. Also weiter geht's. Doch vorher darf ich noch Grüße an folgende Kanalmitglieder rausschicken. Envy, I Love Dogs, Jens Franze, Kill Chicken, Leroy vom Kanal Zugspotter 111, Wippermann, Marlon Stille, Aljoscha. Hey Leute und Freunde des bewegten Bildes. Chris und Liz am Limit. Hallo und herzlich willkommen aus einem Wald bei Camp Lindford. Der zwei Niederrheiner. Tiki, tiki, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Logbuch Wandern. Yes, wir wandern. Markus Junge. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen hier oberhalb von Klotten. Und meine Wanderzeit. So, hallo Wanderfreunde und herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Video. Vielen Dank für eure Unterstützung meines YouTube-Kanals und selbstverständlich auch vielen Dank an alle anderen Zuschauer und Abonnenten. Ihr alle zusammen sorgt dafür, dass dieser YouTube-Kanal so erfolgreich ist und ständig wächst. Vielen Dank dafür! Wenn auch du in den Genuss zusätzlicher Inhalte wie werbefreie Zusatzvideos und Mitglieder-Livestreams kommen möchtest oder meine Videos exklusiv als werbefreie Preview anschauen möchtest, dann klicke unterhalb meines Kanalbanners auf den Button Mitglied werden. Hier hast du die Möglichkeit, dir ein Einführungsvideo anzuschauen, in dem ich dir die Kanalmitgliedschaft genau erkläre. Du kannst zwischen 3 Mitgliedschaftsstufen wählen. Ich freue mich auf dein Dazustoßen. Und jetzt zurück zur Wanderung. Also Leute, da muss ich auf jeden Fall sagen, das war definitiv die richtige Entscheidung, weiterzuziehen. Treis liegt mittlerweile wieder hinter bzw. unter mir, ne? Nach der Landstraße, die man langfährt. Wenn man von der Autobahn hier hinkommt, ging es dann hier diese steile Treppe hoch und jetzt wieder diesen Single Trail. Leute, der Schweiß läuft, die Beine brennen, so muss das sein. Geil! Und dann wird es auf jeden Fall auch schon mal wenigstens dunkel sein, wenn ich da ankomme. Ne? Jetzt, wo die Tage länger hell sind, dauert das natürlich immer länger. Aber wenn dann noch so richtig die Sonne scheint, man ist doch schon im Lager. Nee, aber das funktioniert nicht. Also, weiter geht's. So, und
damit herzlich willkommen um 19.09 Uhr nach 40,42 Kilometern und 1462 Höhenmetern hier im Lost Place meines Vertrauens. Ja, die Strecke bis hierher, die hat es nochmal in sich gehabt mit richtig schönen Höhenmetern. Das hat auf jeden Fall nochmal so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich jetzt so ein bisschen ermatteter bin. Aber ich war schon weitaus kaputter gewesen. Dennoch ist es jetzt langsam Zeit, hier Lager aufzuschlagen und den Abend einzuläuten. So, da haben wir es mittlerweile 7:45. Das Lager steht soweit. Ich habe jetzt hier glücklicherweise eben noch so eine, ja, ich glaube, die Dinger heißen Schaltafeln, ne, so von der Baustelle gefunden. Die habe ich so ein bisschen zersägt. Von zu Hause habe ich auch noch so ein bisschen ganz trockenes Fichtenholz von der Dachlatte mitgebracht. Und damit können wir jetzt endlich mal hier ein Feuer anzünden. Wieder hier, wie es sich gehört, mit Feuerstahl. Wow, Leute, das hat jetzt beim ersten Mal funktioniert. Kein Schnitt, kein gar nichts. Ist das nicht geil? Liegt wahrscheinlich auch mit an der Temperatur hier. Ne? Ist natürlich wieder deutlich wärmer geworden. Und ich glaube, das schlägt sich dann auch positiv bei dem Kienspan hier nieder und bei dem Feuerstahl. So, jetzt wollen wir hoffen, dass das hier reicht und auch zügig anbrennt. Denn, ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt, ich muss duschen. Temperaturen sind ideal dafür. Ich kann zwar meinen Atem sehen, aber wir haben, ich tippe mal so 5, 6 Grad und da kann man das auf jeden Fall problemlos machen. Also werde ich mir als erstes mal jetzt hier schön Wasser aufwärmen. So, das Wasser ist angerichtet, der Duschsack hängt hier oben, die Pushbox kann ich sehen, die habe ich gerade mal gut befüllt, dass die gleich hier auch brennt, wenn ich wiederkomme, also feuerfrei. Nein, Wassermarsch. Ja, heute dusche ich nicht unten in der Verladerampe, sondern hier mal ja, zwischen den Bäumen an dieser Betontreppe hier, auch mal ganz nett. Ich habe nur gemerkt, der Duschsack, der ist ein bisschen undicht geworden. Der tropft die ganze Zeit. Und zwar nicht da, wo das Wasser regulär rauskommt, sondern da, wo dieser Ausgangsstutzen da an dem Sack angebracht ist. Aber ich glaube, das sind ganz normale Verschleißerscheinungen. Muss bald mal ein neuer her. Dafür ist das Duschgel extremst ergiebig, Leute. Also das Wort Konzentrat, das ist hier wirklich nicht gelogen. Und ihr wisst ja mittlerweile, wie oft ich damit geduscht habe. Und das ist immer noch mindestens ein Drittel voll. Also es ist extremst ergiebig, dieses Zeug. Kostet aber auch, ich meine, 10 Euro, dieses kleine Fläschchen da. Aber ist gut investiert. Leute, man soll nicht meinen, wie schnell man sich an so kalte Temperaturen gewöhnt. Gut, vergangenes Wochenende war wirklich sehr extrem, aber auch daran kann man sich gewöhnen. Und ihr seht das jetzt hier bei schätzungsweise 5 bis 6 Grad.
stehe ich hier jetzt kalt und das Wasser verdunstet, aber ich friere nicht. Ich habe zwar eine kalte Haut, aber dieses Bibbern bleibt vollkommen aus. Ich trainiere auch zu Hause so ein bisschen. Immer wenn ich abends normal unter der Dusche stehe, mache ich danach, wenn ich mich normal temperiert abgeduscht habe, immer das Wasser auf komplett kalt und lasse mir das dann nochmal so eine Minute bis auf zwei über den Körper laufen, ins Gesicht, also richtig kalt, so wie es aus der Leitung kommt. Und das ist teilweise dann so kalt, dass ich hier so wirklich so Schnappatmung kriege, aber es härtet ab. Ich merke das jetzt richtig hier. Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Super Sache. So, und wieder rüber kochen. So, da haben wir es mittlerweile kurz vor 21 Uhr. Das Duschen ist geglückt und jetzt geht es hier endlich ans Kochen, Freunde. Ich habe hier mitgebracht zwei Kochsysteme. Den kleinen S-Bit Taschenkocher mit der Bushbox hier drinne. Das war gar keine gute Idee. Das hat hier alles vollgequalmt und der Rauch, der kam immer niedriger, sodass ich hier quasi geduckt sitzen musste. Und das ist natürlich kein Zustand und es kann sogar lebensgefährlich werden. Deswegen steht die jetzt draußen und qualmt da vor sich hin. Aber es hält sich in Grenzen, denn das Holz hier von der, Schalltafel, das ist relativ trocken. So, jetzt haben wir hier S-Bit-Tabletten. Da werden wir jetzt einige auch von benötigen. Und zum Anzünden nehme ich da hier jetzt mal wieder die UCO. Das ist immer ganz praktisch, da kann man so ein Feuer quasi speichern, ne? Dass man das immer wieder benutzen kann und nicht immer diesen Kienspan anzünden muss. So, und zwar geben wir hier jetzt eine Portion Hackfleisch rein. Bio-Hackfleisch gemischt, sogar in Haltungsform 4. Ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall brauchen wir Hackfleisch. Tja, ob wir das hier alles durchgebraten kriegen, weiß ich nicht. Das wird ja auf jeden Fall aber noch wieder an Volumen verlieren. Deswegen denke ich, ist das so erstmal in Ordnung. Und jetzt hatte mir ein Zuschauer geschrieben, ach, mein Handy filmt jetzt draußen. Ich blende es gerade ein, dieser Zuschauer, der hatte mich darauf gebracht, dass ich da heute mal was anderes machen könnte, nämlich Schupfnudeln. Liebe Leute, es gibt da was ganz Neues, Schupfnudeln. Ja, so sehen die aus, wie so dicke Bohnen, aber in Gelb. Und da hauen wir jetzt einfach mal hier eine Portion Wasser in den großen Kochtopf. Der geht gleich draußen auf die Buschbox. Das könnte schon zu viel gewesen sein. Müssen wir mal sehen. Ja, wo ist das Messer jetzt hin? Da ist es. Ah, das macht zu viel. Müssen wir mal abtrinken. Und dann raus damit auf die Buschbox. Geht langsam voran. Das Hackfleisch ist gut durchgebraten und ja, draußen die Schupfnudeln, die gehen auch schon langsam hoch, das ist auch sehr gut. Jetzt haue ich mal hier den letzten S-Bit-Tablette, die ich habe, haue ich hier drauf und jetzt nehmen wir uns von draußen mal ein bisschen von dem Schupfnudelwasser weg. Die sind nämlich auch schon richtig gut aufgequollen hier, irgendwie so fette Maden sehen die aus und da habe ich mir nämlich gedacht, ich hau da jetzt eine Edelpilzsoße mal rein. Dazu brauche ich 250 Milliliter Wasser, die nehme ich mir dann hier von den Schupf. Ja, das ist natürlich blöd, wenn das Wasser dann direkt auf den S-Bit-Kocher läuft, weil das hier runterperlt. Leute, war denn das jetzt? Das konnten wir echt nicht brauchen. Ja, sind das 250? Ich denke ja. So, also hier wieder die UCO aufgemacht. Scheiße, Leute. So, das ist ärgerlich jetzt. Das
Der ist mit Brennstoff hier nass geworden. Ja, ganz zögerlich geht er wieder an, okay. Ja, also zum Auskippen ist dieses Kochsystem nicht geeignet, wie wir sehen. Das Wasser perlt da runter bis zum Rand und verteilt sich dahin, wo es nicht hin soll. Blöde Sache, wissen wir aber auch Bescheid, okay. So, jetzt hier mit dem Schupfnudelwasser. Da hole ich jetzt hier diese Edelpilzsoße drauf. Ja, gut. Dann einfach mal durchrühren hier. Also machen wir quasi so eine Hackfleisch-Pilzsoße soll das dann ergeben hier, meiner Vorstellung nach. Gut, dem geben wir jetzt auch noch so ein bisschen Zeit hier zum Durchkochen. Ja, das ist heiß genug. So, damit ist das Hackfleisch schon auch endgültig durchgebraten. So, jetzt kippen wir hier das Wasser von den Schupfnudeln weg. Den Rest, den brauchen wir nicht mehr. Und da kippe ich jetzt einfach hier diese improvisierte Hackfleischsoße rein und hoffe, dass sich das irgendwie vermengen lässt. So, gut, den Rest lassen wir drin hier. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, dann lassen wir noch so ein bisschen ziehen und dann geht es gleich zur Verköstigung. So Leute, jetzt geht es ja in die Verköstigung und wie ihr seht, ich bin hier richtig bequem untergebracht in den neuen Sessel und das sitze ich hier so geil drin, einfach eine super Sache. Eben konntet ihr auch sehen, ich habe mir hier mal erlaubt, dieses scheußliche Hakenkreuz zu überdecken mit dem Brett da und ja, mehr ist ja nichts dran, aber das wieder zu verpixeln hatte ich jetzt keine Lust, deswegen hängt das Brett. Und bevor hier irgendetwas passiert, ne, jetzt gibt es erstmal die Fruchtbuttermilch heute in Himbeere. Aber nach wie vor von Müller. Prost. Geil. Geil wie eh und je. So, dann wollen wir uns hier mal so eine Schupfnudel mit Hackfleischsoße ranwagen. Ja. Ja, definitiv. Schmeckt sehr gut. Schupfnudeln sind ja irgendwie so eine Mischung aus Nudel und Kartoffel oder sowas, meine ich, ne? Das schmeckt man auf jeden Fall auch. Das Hackfleisch gibt dem Ganzen so eine schöne Würzigkeit. Die Soße da, die harmoniert auch. Diese Pilzsoße, super Sache. Mahlzeit. So, da haben wir es mittlerweile kurz nach 22 Uhr. Das Essen hat richtig gut geschmeckt, auch richtig gesättigt. Das war eine richtig, richtig deftige Mahlzeit. Vielen Dank dafür den Tipp an den Zuschauer. Und ja, jetzt die Buschbox. Da versuche ich gerade noch so ein bisschen Wärme zu tanken, nur die Füße so ein klein bisschen aufzuwärmen. Die sind auch wieder feucht geworden. Aber so richtig brennt die gerade nicht mehr hier. Und das macht mich so ein bisschen stutzig, weil das Holz ist relativ trocken, also was heißt relativ, das ist trocken, aber trennt irgendwie nicht. Keine Ahnung, was damit los ist. Naja, auf jeden Fall, wenn ich dann hier so in der Dunkelheit hier sitze und so lausche den Geräuschen hier, Leute, auch ich habe hier natürlich ein bisschen Angst. Ja, ich überspiele das Ganze so ein bisschen, aber wenn man dann so diese Tiere hier rumhuschen hört, Uhus heulen oder Eulen oder was das sind, die ihre Geräusche davon sich geben. Dann hört man hin und wieder auch von Briten von nebenan so Geräusche, dann hört man ein Auto vorbeifahren. Und da ist dann so ein bisschen die Sorge, bin ich jetzt gesehen worden, kommt hier einer hin? Da wird natürlich nichts Schlimmes passieren, aber diese erste Sekunde, diese erste Schrecksekunde, wenn hier ein anderer Mensch hinkommt, da habe ich so ein bisschen Sorge vor. Aber ja, da muss man halt mit umgehen. Das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, ne, so ein bisschen Nervenkitzel und auch so ein bisschen Angst und Gänsehaut und so. Super Sache, ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Vor allen Dingen am nächsten Morgen, wenn man dann die Nacht hinter sich hat, dann ist man so ein bisschen stolz, dass man das wieder durchgezogen hat. Ah, jetzt kommt die Flamme, sehr gut. Dann hört es auch direkt auf zu qualmen, sehr gut. Genau, also solche Sachen immer durchziehen und am nächsten Morgen kommt die Freude und der Stolz.
Kurz vor 23 Uhr, jetzt folgt nur noch der große Bettgang. Ich liege hier schon im Schlafsack und ich habe mir die Jacke ausgezogen, dafür hier das Sweatshirt übergezogen. Da kann ich noch die Kapuze überziehen zur Not. Die UCO-Laterne wird da oben wie gehabt die ganze Nacht durchbrennen. Und wirklich frieren tue ich gerade nicht, auch wenn man meinen Atem hier sehen kann. Aber ich denke, alles im grünen Bereich. Und so sage ich gute Nacht und bis morgen früh. Und damit wünsche ich einen wunderschönen guten Morgen und heiße euch recht herzlich willkommen zurück hier um 7.36 Uhr in der Früh. Leute, ich habe richtig gut geschlafen wieder. Ich war nur einmal um 3 Uhr kurz wach gewesen und ja, konnte dann direkt wieder weiterschlafen. Vorher, beim Einschlafen, haben sich hier noch wieder irgendwelche Greifvögel in die Haare bekommen. Leute, das war ein Schreikonzert. Das ging wirklich wieder durch Mark und Bein. Die wurden richtig hysterisch, als sie sich verfolgt hatten. Da waren zwei Vögel, die sich irgendwie in der Wolle hatten und die geben Geräusche von sich. Einfach, ja, beängstigend. Ne? Aber hätte alles Joti Jange wie immer. Und jetzt hier draußen, konnten wir gerade schon sehen, eine wunderbar friedliche Morgenstimmung. Einfach wunderbar. Relativ frisch ist es auch wieder. Es ist so kalt, dass ich hier die Akkus erstmal anwärmen musste, bis die sich mal bequemten, aufgeladen zu werden. Das lädt jetzt hier wunderbar. Das ist auch der Vorteil hier von dem Mavic Mini 2, dass man die auch direkt über 5 Volt USB Powerbank aufladen kann und kein Netzgerät dafür braucht. Deswegen kann man das auch unterwegs hier nachladen, das ist wunderbar. Ebenso wie die DJI-Akkus eben. Ja, und dann hier ein paar Worte zu dem Stuhl. Also der hat mich auf jeden Fall auch nicht enttäuscht. Man kann sich hier richtig schön reinfläzen und der ist richtig bequem. Ist natürlich ein bisschen flexibel, das Aluminiumgestänge, aber das muss so sein, weil was nicht flexibel ist, das bricht irgendwann. Das war auch ein sehr guter Kauf. Und für den Preis aber 120 Euro, das wird schon gut überlegt sein, aber hat sich auf jeden Fall bis jetzt rentiert. Ob ich den so in der Form jetzt auf jeder Wanderung mitnehme, weiß ich nicht, weil der einfach vom Packmaß und vom Gewicht natürlich ein bisschen mehr auf die Waage bringt. Und der Tisch, aber in Kombination mit dem Tisch ist das eine wirklich wunderbare Sache. Und da könnte man, wäre ich jetzt ein Frühstücker, könnte ich hier richtig gemütlich sitzen und frühstücken, aber mache ich nicht, weil ich kein Frühstücker bin. So, und damit würde ich sagen, packen wir jetzt auch zusammen und gucken, dass wir so langsam wieder auf die Strecke kommen. Kurz vor 8:30, der Platz ist geräumt, der Rucksack ist gepackt und Leute, respektlos und niederträchtig, wie ich ja bekannterweise bin, lasse ich diese Schaltafel einfach so hier stehen für nächstes Mal und räume sie nicht dahin zurück, wo ich sie gefunden habe. Und damit würde ich sagen, geht's weiter auf Etappe Nummer 2 zurück nach Cochem. C
10 nach 9, Kilometer 3. Herzlich willkommen hier auf der Landstraße, die runter nach Pommern führt. Von Pommern können wir aber momentan unmöglich etwas sehen, denn wie ihr seht, seht ihr nichts. Das Moseltal ist komplett in Nebel eingehüllt. Das sieht richtig mystisch, magisch aus, wie der Nebel da rumwabert und dann nur so diese Berggipfel da rauskommen. Und das erinnert mich dann immer so an Super Mario für die Wii-Konsole. Da kann man ja so einen komischen Pilz da nehmen oder so eine Eichel ist das, glaube ich, genau. Und dann verwandelt sich der Mario in so einen Propeller-Mario und dann kann der in so manchen Level, wo so ein Nebel ist, kann er den so wegwirbeln. Die Idee habe ich da jetzt auch gerade, das zu machen, aber funktioniert natürlich nicht. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus und so würde ich sagen, nächste Station Sonnenuhr. Kurz vor 9:30, kurz vor Kilometer 5, herzlich willkommen an der Pommerner Sonnenuhr, in dessen Mitte seit mehreren Jahrzehnten mit stoischer Ruhe der Pestheiler Rochus wacht mit seinem Lebensretter, dem Hund und dem Pestmal am Bein. Eine sehr traurige Geschichte, habe ich ja schon mal in einem Video drüber gesprochen. Und ja, hier wäre normalerweise jetzt der Blick richtig schön frei nach Pommern und auf den Campingplatz, aber immer noch dichter Nebel. Und das sind so richtig kleine Flöckchen, so Wassertröpfchen, die sich hier auch auf der Kamera absetzen, die ist schon ziemlich feucht. Die tote Ratte oben auch. Ja, alles nass, aber mäste nichts dran. Ja, jetzt kurz noch eine Information hier zu den GPS-Tracks. Ich werde die beiden Tage, gestern und heute, wieder manuell zusammenfügen. Ne, wie gesagt, das sind ja ganz einfache Textdokumente, die man dann mit Copy und Paste diese beiden Tracks in eine Datei zusammenfügen kann. Dabei kommt es dann aber aufgrund dieser langen Pause in der Nacht von mehreren Stunden dazu, dass eben Komoot die Durchschnittsgeschwindigkeit massiv runterrechnet, weil in der Zeit ja Stillstand war. Das heißt, dann werden wir wieder so bei um die 2 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit haben, was natürlich Quatsch ist und nämlich nur an dem Zusammenfügen der Dateien liegt. Und wenn das dann fertig ist, werde ich dann auch den Link eben wieder unten in die Videobeschreibung packen. Ich glaube, das sage ich jedes Mal und vergesse es dann auch jedes Mal. Diesmal werde ich es schaffen und das auf jeden Fall einfügen unten in die Beschreibung. Und es kommt mir auch des Öfteren die Frage, wie man mich denn auf Komoot findet. Leute, ganz einfach Komoot. OMS, das ist meine Kürzel, Auto mit Sebastian, darüber bin ich bei Komoot zu finden oder wahlweise über das Kanalbanner, da seht ihr dieses Komoot-Symbol, da könnt ihr auch draufklicken und kommt auf meine Komoot-Seite. Leute, hier geht's weiter durch den dichten Nebel weiter nach Cochem. Ich werde jetzt hier dem Moselsteig so ein bisschen weiter folgen und dann einfach mal sehen, wie ich weitergehe. Hab keine feste Route geplant und so lassen wir uns einfach mal überraschen. Wow, 9:55, 6,6 Kilometer gelaufen, 246 Höhenmeter hinter mir, Leute. Dieser Moselsteig, oh, gnadenlos, immer nur bergauf, aber Ziel erreicht, schön schweißgebadet, schön außer Atem, die Beine brennen wieder. Leute, so muss das sein. Und wenn man am Vortag schon so stramm unterwegs war, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer jetzt und fühlt sich einfach klasse an. Hä? So, jetzt will ich aber gucken, dass ich hier den Steig mal verlasse. Achso, hier ist jetzt das Ort Keil, habe ich das schon gesagt gerade? Ich weiß es gar nicht. Sind jetzt ein ganzes Stück von der Mosel weg, Luftlinie in die Richtung etwa ja, 1,5 bis 2 Kilometer und so werde ich mir hier jetzt mal einen Weg ohne Moselsteig direkt nach Cochem suchen und weiter geht's.
20 vor 11, Kilometer 10. Herzlich willkommen hier auf dem Weg nach Klotten, dem ich jetzt hier gefolgt bin. Also der Weg war absolut nicht schön. Ich stehe jetzt hier auch in so einer Art Sackgasse. Obwohl ich auf dem Pfad geblieben bin, ist jetzt hier hinter mir der Weg einfach weg. Und ich muss jetzt versuchen, hier irgendwie trockenen Fußes rüberzukommen. Ja, Leute, also dieses Wegstück hier von Keil nach hier unten kann ich absolut nicht empfehlen. Das ist wirklich sehr schlecht gepflegt und wird vielleicht, so wie es aussieht, im Jahr von 10 Leuten benutzt. Also keine allgemeine Empfehlung. Und jetzt versuche ich hier mal rüber zu kommen auf diesen glitschigen Steinen. Ja, das ist ein kleiner Schritt für mich, ein großer für diese Wanderung. Leute, weiter geht's. Ich bin am anderen Ufer. Werde jetzt hier noch so diese Böschung hochkraxeln müssen und nähere mich jetzt damit dann auch der Moselstraße. Da geht es dann einfach zügiger voran als durch die Berge hier. Ist natürlich nicht so schön, aber wie gesagt, ich muss so ein bisschen heute auch wieder die Zeit im Auge behalten, denn wir bekommen später noch Besuch und da ist noch einiges vorzubereiten. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Klotten wieder. Viertel nach 11, Kilometer 12, Jöls us Klotte. Gestern haben wir hier auf der anderen Moselseite oben im Berg gestanden. Da sind dann auch diese beiden Fahnen zu sehen. Ich muss das leider gerade mal einblenden, weil die Sonne, das ist gerade schwer zu erkennen. Aber ich muss sagen, wenn ich da jetzt so rüber gucke, diese Fahnen sind mir noch nie aufgefallen. Erst wo ich gestern da oben stand, ja, man sieht halt immer wieder neue Sachen. Und hier, wo ich jetzt gerade drauf stehe, hier war noch vor ein paar Tagen Hochwasser gewesen. Hier hätte ich gar nicht stehen können. Von hier aus fährt auch die Klottener Fähre rüber auf die andere Seite. Ja, ganz schön idyllisch hier und Wetter auch ideal. Da schiebt sich gerade so ein Schiff hinter mir romantisch über die Mosel. Leute, richtig klasse. So, jetzt geht es die letzten Kilometer zurück nach Cochem. Noch ganz genau 2,96 Kilometer. Und damit herzlich willkommen zurück in Cochem. Hier hat gestern meine Tour gestartet. Hier soll sie enden nach 14,64 Kilometern und weiteren 270 Höhenmetern. Also der Weg hier zurück über die Moselstraße ist natürlich alles andere als schön, aber war es der schnellste Weg. Der Verkehr hielt sich auch in Grenzen, sodass man da noch halbwegs gut vorankam. Leute, damit gehen für mich dann zwei schöne Tage zu Ende mit tollen Erinnerungen, die wie immer haften bleiben. Und jetzt werde ich dann auf jeden Fall auch nach Hause fahren. Und ich bedanke mich dann an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Mit den Worten, geht raus, bewegt euch. Körper und Geist werden es definitiv danken. Jedenfalls sehr viel mehr, als wenn ihr zu Hause bleibt. Liebe Leute, madet Jod und tschüss.